Aber es war interessant mit dem Fukushima. Die haben uns doch dann immer dieses Foto gezeigt, ne, von dem Gitter, wo das Wasser rauskommt aus der Wand. Das haben sie einen Tag nach dem Unglück, glaube ich, aufgenommen und dann 4 Wochen in jeden Nachrichten haben sie uns dieses Foto gezeigt. Da kam dieses Wasser aus der Wand mit dem Gitter, dieses Foto mit dem Gitter, wissen Sie noch? Und dahinter kam das Wasser. Dann kam da das Wasser raus. Immer in den Nachrichten, der Tagesschau, dem Heute-Journal und überall. Haben sie uns immer dieses Foto gezeigt mit dem Gitter. Und dann kam da das Wasser raus. Und dann haben sie immer gesagt, die Sprecher, da kommt das Wasser raus. 4 Wochen. Und dann hieß es immer, das müssen wir jetzt unterbinden. Wir müssen gucken, dass da das Wasser nicht mehr rauskommt. Und dann haben sie uns 4 Wochen lang das gleiche Foto mit dem Gitter, aber ohne Wasser gezeigt. Und dann haben sie immer gesagt, da kommt jetzt das Wasser nicht mehr raus. Die machen Sesamstraße mit uns. Ist doch langweilig. Alles kriegen die raus. Jetzt haben sie rausgekriegt, der Gaddafi ist voll gemein. Ja. Ja. Das haben wir vor 25 Jahren in Erdkunde gelernt. 1986. Ja. Ja, so war das. 1986, da war Tschernobyl und Tripolis wurde bombardiert. Jetzt, 25 Jahre später, ist Fukushima und Tripolis wird bombardiert. Sind Sie auch so gespannt, wie es weitergeht? Ich auch. Ja, aber so war das damals. Das war Ende der 80er, das war Oberstufe. Da wurde man politisiert, wir hatten gute Lehrer und dann hat man Zeitung gelesen. Verschiedene Leute, verschiedene Zeitungen. Das war die Zeit, als die Zeitungen noch sehr verschieden waren. Wissen Sie noch? Die haben sich unterschieden damals, die Medien, voneinander. Das war irre, auch die Parteien. Das war toll. Und dann hat man studiert, dann Anfang 20 in der Mensa war das alles ganz heiß. Und dann hat man Verschwörungstheorien gebastelt in dem Alter. Und jeder hat was dazu beigesteuert und was gelesen. Und dann so mit Anfang 30 habe ich gemerkt, dass die Wirklichkeit viel krasser ist als jede Verschwörungstheorie. Und jetzt mit gut 40, also warte ich im Mai auf die Zecken. Also, tja. Ich meine, worüber soll ich mich mit 60 noch aufregen? Man fragt sich doch. Alles kriegen die raus. Demnächst kriegen sie raus, dass die Pharmaindustrie Dreck am Stecken hat. Dann ist man aber erstaunt. Jetzt habe ich heute gehört, das Erdöl wird knapp. Ja, Wahnsinn, du. Total spannende Zeiten, in denen wir leben. Und wenn uns nichts einfällt, dann fahren wir einfach mal nach Afghanistan. Oh. 10 Millionen Landminen liegen in Afghanistan. 10 Millionen. Die haben doch nicht die Taliban gemacht. Das können die gar nicht. Die Taliban können nichts mit ihren unegalen Fortfingern. Die können Frauen schlagen und Kalaschnikows putzen und beten. Können doch keine Landminen bauen. Das ist alles Qualitätsarbeit aus den Industriestaaten. Und wir sind doppelt schlau. Wir schicken jetzt auch noch Minensuchgeräte darunter und holen den Scheiß wieder raus. Ja, vielleicht gibt es ja Pfand drauf oder so. Wer weiß es. Edgy Badge. Wir verkaufen euch die in 10 Jahren wieder, ihr Arschgeigen. Weil ihr keine Wahl habt. Aber wir. Ich bin so froh, dass ich bei den Guten bin. Mann, Mann, Mann. Das sind Zyniker da. Die sind feige, die sprengen sich da selbst in die Luft. Das ist echt eklig. Ich wäre so gern Drohnenpilot, dann könnte ich von zu Hause aus arbeiten. Das wäre super. Diese Fahrerei immer.